Herzlich willkommen, Schenol Grasel-Akelitsch, zu unseren Expertinnengesprächen des Kulturamt Zehns in Kooperation mit dem MUSMIG Museum der Migration. Schenol Grasel-Akelitsch wurde 65 in Pülümür in der Türkei geboren. 1979 holten ihn die Eltern nach Wien, wo er 79 bis 83 die Hauptschule besuchte. Bereits während seiner Schulzeit engagierte er sich in der antirassistischen Szene und als er dann 88 nach Vorarlberg ging, nahm er seine politische Tätigkeit auch dorthin mit. Er kehrte 94 zurück nach Wien und war ab dann hauptsächlich in der Jugend- und Integrationsarbeit tätig. 2007 studierte er Politikwissenschaft an der Universität Wien und 2015 leitet er den Bereich Migration und Zusammenleben der Wiener Bildungsakademie. Im Rahmen dieses Lehrgangs erschien die wegweisende Sammelpublikation Aspekte der Migrationsgeschichte, die er gemeinsam mit Markus Schober, Regina Wonisch und der Wiener Bildungsakademie herausgibt. Immer wieder beschäftigt ihn der Kampf um die Aufarbeitung, die Aufzeichnung und die Anerkennung, die Dokumentation und die Vermittlung der österreichischen Migrationsgeschichte. Auch im Rahmen dieses Interesses hat Schenol Akelitsch-Grasel immer wieder die Forderung erhoben, ein Museum der Migration in Wien zu erstellen. Ich freue mich jetzt sehr, dieses Gespräch hier mit dir zu führen und würde dich bitten, ein paar Aspekte zu erzählen, warum du denkst, dass wir ein Migrationsmuseum in Wien brauchen. Liebe Alice, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch. Es ist offensichtlich, dass das Thema Migration seit Jahrzehnten die österreichische Politik dominiert. Es werden Wahlen entlang dieses Themas entschieden, es werden Politiken entlang dieses Themas verändert, es entstehen neue Strukturen entlang des Themas Migration und Migrationsgeschichte. Aber eine Auseinandersetzung mit dem Thema, damit wir Lehren daraus ziehen können, gibt es nicht, und beziehungsweise es ist nur in Ansätzen vorhanden. Wenn wir uns die Schulbücher anschauen oder das gesamte Bildungssystem anschauen, so kommen wir schnell darauf, dass das Thema Migrationsgeschichte überhaupt nicht in den Stoffen verankert ist. Das heißt, ihre Vermittlung findet in den Schulen ganz, ganz wenig statt, beziehungsweise fehlerhaft, mangelhaft statt. Und diese Fehler führt dann dazu, dass in der Gesellschaft Vorurteile nicht abgebaut werden, sondern gestärkt werden. Es wächst eine Generation herauf, die sich mit dieser Geschichte nicht auseinandersetzen kann, aber die sich alltäglich mit dem Thema Migration bzw. Migrantsein auseinandersetzen muss. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das Thema Migrationsgeschichte mal auf die Tagesordnung setzen. Das Museum für die Migrationsgeschichte ist eine logische Schlussfolgerung des Ganzen, wo es aber nicht darum geht, dass wir eine taxative Zuschaustellung der österreichischen Migrantinnengeschichte, sondern der österreichischen Migrationsgeschichte in einem breiten Spektrum anlegen und dort angefangen von Utensilien sammeln bis hin zu Bildungsprogrammen für Erwachsene, aber vor allem für Schüler und Schülerinnen, Kinder zur Verfügung stellen. Der Kampf um das Museum selber ist auch ein Kampf um die Geschichte, um die österreichische Migrationsgeschichte. Es geht darum, dass wir Räume für das Thema Migration positiv besetzen können. Es geht darum, dass wir eine Anerkennung für das, was die Migration bzw. Migrantinnen in diesem Land geleistet haben, erfahren können. Es geht aber auch wirklich um eine ganz, ganz genaue, feine Analyse, warum Österreich immer wieder bei diesem Thema keine großen Schritte setzen konnte, warum in der Gesellschaft die Kluft zwischen sogenannten Ausländern und Inländern nicht kleiner wird und warum es sich so rechtsradikale Parteien wie die FPÖ entlang dieses Themas etablieren konnten. Wir wissen, dass das Thema Migration in den Familien im Alltag sehr wohl an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Diese Vermittlung ist jedoch sehr mangelhaft und sehr fehlerhaft. Sie geschieht im Verborgenen, hat keine
empirischen Werte, wie an die Jugendlichen weitergeleitet werden. Es ist so, dass die Familien einfach aus ihren Alltagserlebnissen heraus ihre Erfahrungen an die Kinder weitergeben. Und diese sind meistens, sage ich jetzt einmal, von negativen Erfahrungen besetzt, die dazu führen, die Vorurteile gegenüber den anderen aufrechtzuerhalten. Es geht ja auch nicht nur darum, dass wir so einen Dualismus da, die Inländer dort die Ausländer heraufbeschwören wollen, sondern es gibt ja auch innerhalb dieser Geschichte auch differenzierte Geschichten, Fluchtgeschichten, Geschichten der Arbeitsmigration, Geschichten der politischen Verfolgung, Geschichten der Migration aufgrund von Klimawandel. Es gibt die Binnenmigration, es gibt den Umgang Österreichs mit seinen Minderheiten, mit den anerkannten Volksgruppen. Das heißt, es ist ein Thema, das ständig das Land bewegt, aber eine konkrete Herangehensweise wurde von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt, aber von Seiten der Politik ist es nicht gebührend aufgegriffen worden, abgesehen von ein paar Phasen, die ich dann im weiteren Verlauf näher erläutern kann. Also einer der wesentlichen Gründe, warum die Geschichte der Migration in Österreich in den letzten Jahren aktueller geworden ist, hängt sehr stark auch mit der antirassistischen bzw. der Bewegung, die für gleiche Rechte sich einsetzt, zusammen. Es war 2003 im Wien Museum die erste Ausstellung über die Migration, Migrantinnen und Migranten in Österreich. Das war die Gastarbeiterausstellung. Die Gastarbeiterausstellung hat im Kleinen begonnen, hat begonnen damit, Utensilien zur Schau zu stellen, zu zeigen, in welchen Lebensbereichen die Migrantinnen im österreichischen Leben sozusagen vorkommen, angefangen von Sport, Kultur bis hin zu Politik. Das heißt, dort wurde das Ganze in Angriff genommen, zur Schau gestellt, dank an Initiative Minderheiten, die ja eigentlich eine Vertretung von sogenannten autochthonen Minderheiten in Österreich ist, dass sie sich für das Thema interessiert hat. Das ist ja auch sehr interessant hier zu sehen, dass Initiative Minderheiten sich für die Migrationsgeschichte interessiert und somit einen Brückenschlag zwischen den sogenannten autochthonen Minderheiten und den Migrantinnen hergestellt wurde. Weil, warum sage ich das? Wir haben ja in Österreich leider Gottes dieses verschachtelte Denksystem. Jedes Thema steht für sich allein da. In den Universitäten steht jede Abteilung für sich da. In der Politik steht jeder Stadtrat für sich da oder jeder Minister. Und dass Initiative Minderheiten über den eigenen Schatten drüber gesprungen ist und sich für die Migrationsgeschichte interessiert hat und Raum dafür gegeben hat, hat bei mir den Gedanken gestärkt, dass eben das Thema Migration auch angeknüpft werden kann an die Vorgehensweise Österreichs, des offiziellen Österreichs, des zeremonialen Geschichtsverständnisses im Umgang mit anderen Minderheiten. Das heißt, wurde in Österreich das andere immer bewusst produziert? Was waren die Gründe dafür? Das heißt, hier gibt es eine Analogie zwischen den anerkannten Minderheiten und den Menschen, die neu nach Österreich zugezogen sind. Ein sehr wesentliches Thema war natürlich, es wurde in der Gesellschaft so dargestellt von bestimmten Kräften, dass Migration etwas ganz Neues ist, dass Migration so nie gegeben hat, dass Migration eine Gefahr ist. Wir haben gesagt, wie wir das Buch in der Wiener Bildungsakademie angegangen sind und den entsprechenden Lehrgang dafür organisiert haben, haben wir gesagt, wir müssen diese Erzählweise dekonstruieren. Es kann nicht sein, dass die Rechten die Diskussion, den Diskurs bestimmen mit einer Konstruktion, als würde Österreich zum ersten Mal vor Migration stehen. Also 2015 Flüchtlinge, dann die Arbeitsmigration und so weiter und so fort. Da haben wir gesagt, nein, wir werden uns einmal mit der Geschichte ganz genau auseinandersetzen. Es war das Thema, Problem,
Wo fängt die Migrationsgeschichte an und wo hört sie auf? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf sozusagen? Die Grundannahme war natürlich, dass Bewegung, Migration immer zum Leben des Menschen dazu gehört hat, dass ohne Migration keine Dörfer, keine Siedlungen, keine Städte, keine ganzen Nationalstaaten entstehen konnten. Nur wir haben das dann eingegrenzt mit der K&K-Zeit und zwar aus zwei großen Blöcken heraus, um einerseits zu zeigen, dass Migration aus Österreich in andere Länder sehr wohl gegeben hat. Das heißt, es ist nicht ein Phänomen, dass Österreich nur Migranten aufnimmt sozusagen, sondern Österreich exportiert auch Menschen ins Ausland, die sogenannte Emigration, in unterschiedlichsten Phasen, in unterschiedlichen Formen. Und Österreich hat aber auch eben die Immigration. Das heißt, Menschen kommen nach Österreich, Menschen kommen aus unterschiedlichsten Gründen nach Österreich. Und in der K&K-Zeit haben wir gesehen, dass viele Bürger und Bürgerinnen der K&K-Monarchie nach Amerika ausgewandert sind und diese dort auch aufgenommen wurden. Und sehr spannend war auch zu beobachten, wie Wladimir Fischer das beschreibt, dort sie sich mit der eigenen Identität auseinandergesetzt haben. Das heißt, die kroatischen, slawischen Bürger und Bürgerinnen der ersten Monarchie sind in Amerika nicht als von K&K-Bürger der K&K-Monarchie registriert worden, sondern sie sind als Kroaten oder eben als Slawen registriert worden, wo sie selber dann eigene Vereine gegründet haben, eigene Zeitungen herausgegeben haben, eigene Kirchen und Schulen und so weiter gegründet haben. Und das ist auch deshalb so spannend, weil wir im Bereich der Migration, wenn wir über Migration aus der Türkei oder der Integrationsunwilligkeit der Menschen aus der Türkei bzw. aus Serbien oder sonstigen Ländern sprechen, immer wieder dieser Vorwurf kommt, die leben ja in einer Parallelwelt und organisieren ihre eigenen Vereine, haben ihre eigenen Schulen. Ja, das stimmt und das ist aber nicht ein jetzt spezifisches Phänomen für Österreich nach der Anwerbegeschichte, sondern das haben eben die österreichischen Bürger und Bürgerinnen in der K&K-Zeit in Amerika genauso gemacht. Also aus mehrerer Hinsicht ist es ganz, ganz lehrreich, wenn wir uns mit dem Thema Migration auseinandersetzen und die Formen der Migration genauer definieren, aber nicht sie voneinander abgekoppelt sehen. Das war das nächste Thema, wo wir gesehen haben, aha, und da war der wissenschaftliche Beirat des Lehrganges bzw. des Buches auch derselben Meinung, dass man Arbeitsmigration, Flucht, Asyl nicht so voneinander trennen kann. Das sind alles unterschiedliche Formen von der Migration und man muss sie so angehen und auch zugänglich für die Gesellschaft machen, sozusagen. Also die unterschiedlichsten Phasen der Migration erforschen, erfassen, und dokumentieren. Dafür braucht es ein Museum, aber das Museum braucht es auch nicht nur zu Dokumentationszwecken, sondern auch für die Vermittlung. Weil das Museum ist ja eine Bildungsinstitution, die sich sowohl virtuell als auch analog allen anderen Bildungseinrichtungen gegenüber öffnen sollte. Und ein weiterer Grund, warum wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen, ist, es gibt ja sehr viele gemeinsame Kämpfe von Migrantinnen und Migranten im Arbeitsbereich, im Sozialbereich, aber auch sehr viele Kämpfe von Migranten, Migrantinnen, politische Kämpfe für die Rechte von Migrantinnen bzw. zu Demokratisierung Österreichs, wenn man so sehen will. Wir haben ja im Jahre 1987 die erste große Demonstration von Bregenz nach Wien organisiert unter dem Titel Wir wollen Arbeitsplätze, keine Ausländerhetze. Und das war, glaube ich, eine einmalige Geschichte in Österreich, wo wir Rassismus angeprangert haben und gesagt haben, obwohl wir so vieles leisten, werden wir öffentlich angegriffen. Damals war die Ausländerhaltbewegung auch sehr, sehr stark. Die haben ganz offensichtlich auf den Straßen Menschen angepöbelt,
und beschimpft und so. Es war ein sehr eindeutiges Signal, aber es war auch ein Ruf nach strukturellen und gesetzlichen Änderungen in Österreich. Wir wollten, dass das Ausländerbeschäftigungsgesetz abgeschafft wird, weil das eine Hürde davor war, dass sich Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren konnten. Das heißt, es hatte einen exkludierenden Charakter und mit einem inkludierenden Charakter. Das heißt, es hat die Menschen herausgelassen. Somit hat es den Zusammenhalt in der Gesellschaft geschwächt. Das heißt, die Migranten sind draußen geblieben, die anderen, die aufenthaltsverfestigt waren, beziehungsweise österreichische Staatsbürgerschaft gehabt haben, waren im Arbeitsmarkt drinnen. Genauso war es im Wohnbereich. Viele Drittstaatsangehörige, also Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besaßen, konnten nicht in die Gemeindewohnungen in Wien. Die Drittstaatsangehörigen haben nach wie vor kein Wahlrecht. Die EU-Bürger haben nur auf Bezirksebene das Wahlrecht. Das heißt, das sind so mehrere Stationen der gemeinsamen Kämpfe, beziehungsweise der Kämpfe von Antirassisten und Antirassistinnen, damit sich Österreich zu einem besseren entwickelt, demokratischer wird, sich öffnen kann. Eine weltoffene Gesellschaft, nicht nur im Sinne von kulinarischer Vielfalt, wo ja unter Migration und Integration oft diese kulinarische Vielfalt als eine Bereicherung dargestellt wird. Nein, ich glaube, dass unsere Kämpfe für Gleichberechtigung, wenn sie gut aufgearbeitet werden und vermittelt werden, auch den gemeinsamen Nenner in der Gesellschaft stärken werden. Und daher ist es eine unabdingbare Aufgabe, auch diese Bereiche des Lebens uns anzusehen. Weil aufgrund dieser Entwicklungen, es war ja so, dass man bis 1985 überhaupt nicht von in einer Integrationspolitik sprach. 1983, 1984 kamen die ersten Ausländerberatungsstellen haben begonnen zu arbeiten sozusagen. Davor gab es nichts, davor gab es keine einzige Organisation, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, die Menschen wegweisend das Land dargestellt hat. Das alles gab es nicht. Also die ersten Ausländerberatungsstellen sind ja in den Jahren 83 bis 85 entstanden und das war schon ein Zeichen dafür, dass Österreich inoffiziell sich zu einem Einwanderungsland erklärt, weil die strukturelle Änderung gestartet wurde. Diese strukturelle Änderung führte dann dazu eben, dass in Wien Wiener Integrationsfonds entstanden ist und sämtliche Bundesländer sich dann auch Ausländerberatungsstellen, Integrationsstellen aufbauen lassen haben. Man hat sich sämtliche Leitbilder geben lassen von Expertinnen und Experten. Das heißt, jedes Bundesland hat begonnen, ein eigenes Leitbild zu haben. Entsprechend dem Leitbild haben auch politische Veränderungen sich ereignet. Und strukturell hat man begonnen, eben auch eigens zuständige Stadträte, Landräte dazu zu installieren, bis hin zum Integrationsministerium, was wir jetzt haben. Das ist eine gravierende Veränderung, wenn man sich die österreichische Geschichte anschaut. Und diese Veränderung, was das bedeutet, das müssen wir den nächsten Generationen auch vermitteln, das müssen wir der Bevölkerung auch vermitteln, das müssen wir selber verinnerlichen, damit wir eben die gemeinsamen Nenner, die wir haben in der Stadt und im Land, stärken können. Ein weiterer Aspekt, womit sich so ein Migrationsmuseum beschäftigen könnte, und es ist ganz, ganz wesentlich, das zu unterstreichen, die Rolle der Geschlechter. Wir wissen, dass bei der Fluchtbewegung von 2015 von rechten Kräften eine sehr große Geschichte aufgezogen worden ist, die Fluchtbewegung. Es kommen junge Männer her und diese jungen Männer, die werden hier für Probleme sorgen. Subtil wurde immer vermittelt, junge Männer, unsere Frauen, die jungen Männer werden ihre sexuellen Triebe sozusagen nicht bändigen können und werden ein Auge auf unsere Frauen haben.
Wir haben im Lehrgang uns das genau angeschaut und haben gesagt, schauen wir uns doch die Migrationsbewegungen von unterschiedlichen Ländern an. Wie schaut es mit der Geschlechteraufteilung in der Migration aus? Und die Kollegin Franziska Straxler hat sich beschäftigt mit der Migration aus Jugoslawien nach Österreich. Und da haben wir festgestellt, dass es sehr ausgewogen war, die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Männer, die nach Österreich gekommen sind, hat sich in Waage gehalten. Die Frauen aus Jugoslawien haben sogar gesagt, aha, das waren ja, muss man sich denken, 70er Jahre, 60er Jahre, die Frauen haben gesehen, aha, in Österreich muss noch die Ehefrau ihren Mann fragen, ob sie überhaupt arbeiten gehen darf. Und das ist gesetzlich verankert, dass der Mann der Familienoberhaupt ist, haben sie gesagt, Entschuldigung, was für ein Frauenbild haben sie? Das heißt, man versucht immer wieder im Laufe der Geschichte die Migration auch sexuell zu besetzen und sexual zu besetzen, und man kommt immer mit vorkonstruierten Männer- und Frauenbildern her, um eine Gefahrensituation darzustellen. Und ich glaube, dass im Museum selber, als eine Bildungsinstitution, auch dieser Aspekt sehr gut dargestellt werden kann, wie es wirklich mit den Geschlechtern in der Geschichte ausgeschaut hat. Und insgesamt denke ich mir, dass so ein Migrationsmuseum kein Novum in Europa wäre. Wir haben in Deutschland schon Schritte dahin im Gesetz gesehen. Wir haben in Frankreich ein Migrationsmuseum. In London wurde in dieser Richtung sehr viel getan. In New York gibt es zur Migrationsgeschichte einiges. Also Wien sollte an der Spitze dieser Entwicklung dranbleiben, und es wird sicher für Österreich ganz, ganz wichtig und gut sein. Ja, Schenol, vielen Dank für diese sehr dichte Erzählung. Man sieht, dass du dich wahnsinnig lange auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Was mich interessieren würde, du hast gesagt, das Museum der Migration soll die Frage nach dem Warum beantworten und dass die Geschichte der Migration auch eine Geschichte des Rassismus wäre. Denkst du, dass ein Museum der Migration diese Frage beantworten könnte? Also alle Fragen wird das Museum nicht beantworten können. Ich glaube, dass auch dieses Museum interdisziplinär arbeiten muss. Dann müssen wir schauen, was macht das Volkskundemuseum, was macht die Völkerkundemuseum, was macht Haus der österreichischen Geschichte sozusagen in dieser Richtung. Aber ja, dieses Museum gibt uns einmal die Möglichkeit zu schauen, was ist auf der legislativen Ebene passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wir wissen, dass in der Kaiserzeit eben das Heimatrecht gegeben hat, die Migration in die Stadt Wien oder in die Gemeinden reguliert hat. Wir wissen auch, dass 1925 im Zuge dieser ganzen wirtschaftlichen Rezessionen das Gesetz zum Schutze des inländischen Arbeitnehmerinnen installiert worden ist. Arbeitnehmer, damals gab es keine Innen, sag ich jetzt mal, obwohl es in der Tat so war. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Begriffe wie Gastarbeiter schon in der Nazizeit auch verwendet worden sind. Ja, die italienischen Arbeiter, die im Austausch mit Mussolini nach Österreich gebracht wurden, wurden als Gastarbeiter genannt, zum Beispiel. Ja, und wir wissen auch, dass eben durch das Raab-Oller-Abkommen und durch die Verfestigung der neuen Fremdengesetze die Gesellschaft automatisch gespalten worden ist. Das heißt, diese spalterische Rolle der Sondergesetze, ich sage, das sind Sondergesetze, die scheinen so nach gewöhnlichem Verständnis, ja, ein Land braucht Gesetze, aber in der Tat separiert man die Gesellschaft selber per Gesetze. Und das muss das Museum sozusagen thematisieren, und hier immer im Blick haben, dass die Politik daraus etwas lernt. Ja. Ich denke, das ist ein Ansatz, den man durchaus nachverfolgen könnte. Und was mich jetzt interessiert ist, wie würdest du sozusagen, also nicht nur dieses Thema, sondern du hast gesagt, ein Museum der Migration müsste auch eine Bildungseinrichtung sein. Welche Art von Bildungsvermittlung könntest du dir vorstellen?
Ich glaube, da müssen wir mit der Zeit mitgehen, ja. Auch wenn das Museum so etwas retro klingt, ja. Wenn man den Begriff Museums sagt, aha, im Museum kommen immer so antike Sachen in Erinnerung. Nein, erstens, es liegt in der Natur der Migration, dass sie nicht vergänglich ist. Ja, Migration findet täglich statt, Migration wird täglich stattfinden. Migration findet mittlerweile nicht mehr analog statt. Wir haben auch eine virtuelle Migration. Wir haben die Debatte, die virtuelle Migration. Wir haben Braindrain jetzt nicht mehr in Form von, man muss von einem Land ins andere auswandern, sondern die Telekommunikation und alles, die Technologie ermöglicht, dass man von Indien aus nach Amerika, von Amerika aus bis in den All und so weiter Wissen transportieren kann. Das heißt, Wissensmigration ist einer der wichtigsten Begriffe der Zukunft. Das heißt, ein Migrationsmuseum, das sich auf die Beine stellt, muss sowohl die technologischen und virtuellen Entwicklungen in Betracht ziehen, muss aber auch eben einen Pfad, einen durchgängigen Pfad zu analogen Bewegung der Menschen, zur Entstehung von Städten, Ländern, Dörfern, Siedlungen und so weiter herstellen. Und dieses Wissen muss eben an die nächsten Generationen in unterschiedlichen Formen, in diesem Breitengrad, sage ich, wie ich das vorhin geschildert habe, vermittelt werden. Wenn du jetzt, meine allerletzte Frage, wenn du jetzt alle Mittel der Welt zur Verfügung hättest, alle Menschen der Welt könnten dir helfen, das heißt, du wärst grenzenlos und würdest einen Raum dieses Museums der Migration zur Ausgestaltung bekommen, was würdest du ausstellen, was würdest du zeigen, was würdest du vermitteln wollen? Ich würde die Erde in dieses Museum hineinstellen und nochmal verdeutlichen, dass Bewegung das Auf und Ab unseres Lebens ist. Ja, wir gehen immer von A nach B und wir bewegen uns immer in einem bewegten Raum. Also es ist ja nicht nur der Raum, in dem wir uns bewegen, ist ja selber auch bewegt. Ja, also es gibt eine Non-Stop-Bewegung und diese Non-Stop-Bewegung ist das Fundament der dialektischen Herangehensweise meines Kopfes, sage ich jetzt einmal. Ja, und wenn wir das akzeptieren, dann werden wir auch mit den Auswüchsen dieser Bewegung anders umgehen. Also ich würde die Erde in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, ein ganzes Raum mit mit einem Globus sozusagen. Genau, ja. Aber einem Globus, der interaktiv ist. Es ist nicht nur eine Kugel, die da drin entsteht. Ja. Es zeigt die Bewegung von Wien nach Vorarlberg, es zeigt die Bewegung von der Steiermark nach Slowenien, es zeigt die Bewegung von Europa nach Amerika, es zeigt die Bewegung von Asien nach Europa und umgekehrt. Also, man muss ja auch sich vorstellen, dass diese Bewegungen nicht nur in eine Richtung stattfinden, ja, sondern diese Bewegungen finden in mehreren Richtungen statt. Und nochmal, die virtuelle Bewegung, ja, ist viel dynamischer. Die virtuelle Bewegung ist eigentlich akzeptierter als die analoge Bewegung. Man braucht nur in die sozialen Medien hinein schauen, man hat Freunde, die in Japanisch schreiben, Chinesisch, Indisch. Wenn man sich TikTok anschaut, wenn man sich was weiß ich, Instagram anschaut oder Twitter anschaut, man begegnet so vielen Menschen, nicht nur von Ding her, von Namen her, sondern diese Leute schicken, posten immer einen Teil von ihrem eigenen Leben. Man lernt Humor kennen, man lernt. Das heißt, man bekommt eigentlich sehr viel, wo der Nationalstaat damit nicht mehr anfangen kann. Der Nationalstaat wird nicht, hat nicht die Hegemonie über die derzeitige Entwicklung. Wir haben eine Bevölkerung, die sich ernährt von weltweiten Informationen, ja, und haben aber einen Nationalstaat, der einfach in sich eingeschränkt ist, sage ich jetzt mal. Daher müssen wir das globale Denken mit der Welt, ja, das globale Denken in den Vordergrund stellen, weil das globale Denken einfach auch
unser Horizont erweitert. Das war, glaube ich, ein sehr schöner Abschluss, die Welt sozusagen in den Mittelpunkt des nun Den unseren Menschen. Migrationsmuseums zu stellen und die Bewegung der Menschen ins Zentrum zu rücken. Genau. Ja, ich danke dir mal für das sehr interessante Gespräch und ich glaube, wir werden noch weiter sprechen über den Bereich der Wissensvermittlung im Museum und vielleicht auch der Gestaltung des Museums der Migration. Ich wünsche dir Danke. noch einen schönen Tag und danke dir vielmals. Danke Ciao. dir. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.